Es ist immer wichtig, dass wir über aktuelle Themen reden. Was aktuelle Thema ist natürlich, wir sind in den Ashara Awakhir von Ramadan. Das heißt, die letzten 10 Tage von Ramadan. Und in diesen letzten 10 Tagen wird es die Laylatul Qadr geben. In den letzten 10 Tagen wahrscheinlich. In den ungeraden Zahlen, in den letzten 10 Tagen am wahrscheinlicher. In den letzten 7 Tagen und den ungeraden davon noch wahrscheinlicher. Und am 27. Ramadan am wahrscheinlichsten. Aber es ist nicht ganz 100% sicher, ob das am 27. ist, weil die Hadithe in diesem Bereich ja nicht sich widersprechen, sondern das offen lassen. Und deswegen sollte man jeden Tag, und das ist eine Weisheit hinter, denn wenn man wüsste, ach, der 27. Ramadan, der ist der Tag, an dem wir diesen Lohn bekommen. Und was ist der Lohn? Allah sagt im Koran, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Das heißt, Laylatul Qadr ist wie 1000 Monate. Aber nicht wie 1000 Monate. Gestern hat mich jemand verbessert. Weil ich sage immer, wie 1000 Monate. Und das sagen auch viele Gelehrte. Wie 1000 Monate, das heißt, du betest eine Nacht, dann hast du wie 83 Jahre Gebet. Überleg mal. Eine Nacht, du stehst nachts im Gebet, machst gleich wie 83 Jahre Gottesdienst. Aber nicht wie, sondern der sagt, Khayrum min Elfisha. Besser. Das ist noch besser als 83 Jahre. Und jetzt überleg mal, du fängst mit 12 Jahren an, immer die Laylatul Qadr zu erwischen, weil du die letzten 10 Tage vom Ramadan wirklich im Gebet stehst und vielleicht I'tikaf machst. Was ist dann? I'tikaf heißt Lusum und Masjid, dass man in der Moschee bleibt, sich der Moschee widmet und dann die Moschee dort bleibt mit Koran lesen, Dua machen, Dhikr machen, nur wenig schläft, sondern wie der Prophet, was sagt Aisha? Ahya al-Layl, der hat die Nacht lebendig gemacht. Ja? Also mit Koran lesen, mit Dhikr, mit Dua und mit Gebet. Subhanallah, einige Brüder, die haben vorgestern, haben die, glaube ich, einen Rakat 40 Minuten gebraucht. 40 Minuten gelesen in einem Rakat. Ja? Einige Brüder haben sich hingesetzt und so weiter, mashallah. Sheikh Abu Anas hat vorgelesen. Ich glaube, 40 oder noch mehr. Ne? Ich glaube, für 2 Rakats 1,5 Stunden. 1,5 Stunden für 2 Rakats. Alhamdulillah. Und ja, das ist natürlich ein riesengroßer Lohn, den man da zu erwarten hat, dass man richtig sich bemüht in den letzten 10 Tagen. Und hier, die Brüder machen auch Qiyam al-Layl. Und wie früh fangen die an? 3:30. 3:30 fangen die an mit Qiyam al-Layl. Das heißt, im letzten Drittel der Nacht. Dass man diese Zeit nutzt, man kommt hier hin, man betet diese Zeit. Und es ist wirklich anstrengend. Da, wo alle schlafen, opferst du diese Zeit vor Allah und kommst in die Moschee. Oder du machst noch besser, du machst I'tikaf. Und ich lese das mal vor, ich habe hier ein Buch. Das heißt Sadal Mustaqna. Sagt einem das was? Hat einer schon mal gehört, was Sadal Mustaqna ist? Sadal Mustaqna ist eins der berühmten Bücher im Hanbali-Madhab. Und das Gute ist immer bei diesen Madhab-Büchern, die haben immer so einen kurzen Text und der wird dann nachher erklärt. Und das ist für mich dann einfach, das zu erklären. Ich lese es einfach vor. Ja? Er sagt, Babul Etikaf. Huwa Lusumul Masjid li ta'ati lillahi ta'ala. Das ist erstmal der Begriff, die Definition. Dass man also in der Moschee bleibt, um Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam zu sein. Also mit der Niyya und gehorsam zu sein. Das heißt, wenn du nur in der Moschee bleibst, wenn du nur in der Moschee bleibst, um dort zu bleiben oder weil du keine andere Übernachtungsmöglichkeit gefunden hast, ist es nicht der Grund. Aber wenn du in der Moschee bleibst, dich der Moschee widmest, um Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam zu sein. Wie beispielsweise mit Dhikr, mit Gebet, mit Dua, mit Mitgebet und Koran lesen beispielsweise. Ja? Koran lesen, was sagt der Prophet? Jeder Buchstabe, den man liest, ist wie 10 Hasanat. Das heißt, guck mal, wenn du jetzt im Ramadan beispielsweise jede Nacht liest du ein Juz. Wie viele Buchstaben sind das? Und der Prophet sagt nicht Elif, Lam, Mim ist ein Harf, sondern Elif ist ein Harf, Mim ist ein, Lam ist ein Harf und Mim ist ein Harf. Das ist schon 3 Hasanat. Das heißt, das geht richtig in die Waagschale und im Ramadan wird nochmal, werden die guten Taten nochmal vermehrt. Überleg mal, subhanallah, wie viel Ajr du da bekommen kannst. Denk dran, dein Konto am jüngsten Tag. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فَعَيْشَةِ الرَّادِيَ Dessen Waagschalen schwer sind wegen seinen guten Taten, der wird in einem zufriedenen Leben sein. Deine Bücher, wenn du gute Taten gemacht hast, wenn du von den Seiten der Dings, du wirst dein Buch in die rechte Hand kriegen. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا أُمُكْرَأُ كِتَابِيَ Hier, liest mein Buch. إِنِّي ذَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ Ich habe fest damit daran geglaubt, dass ich meine Abrechnung, dass ich meine Abrechnung treffen werde. فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّادِيَ So ist er im frohen Leben.
fi jannatin aliyah, in einem hohen Paradiesgarten. Kudufuha daniya, und dieses Pflückobst hängt herab. Subhanallah. Und der andere, der ist natürlich auf der Gegenseite. Das ist der Punkt. Und das ist Masnun, das ist Sunnah. Es wird berichtet von Aisha radiallahu anha, dass der Prophet a.s. bis zu seinem Lebensende diese 10 letzten Tage nicht aufgehört hat, im Ramadan zu stehen. Also Ertikaf zu machen. Und das gilt auch, wenn man nicht fastet. Das ist jetzt allgemein, natürlich im Ramadan fasten wir sowieso. Aber nehmen wir mal, jemand ist auf der Reise oder hat eine Ausrede, um das Fasten zu brechen, hat eine Krankheit, der kann trotzdem Ertikaf machen. Der Beweis dafür ist, dass Umar al-Khattab zum Propheten a.s. gesagt hat, dass es ein Gelübde gemacht hat, in der Jahiliya Ertikaf zu machen, in Masjid al-Haram. Und der Prophet hat ihm gesagt, er soll, auf binadarik, du sollst dein Gelübde erfüllen. Und er hat das gemacht, ohne zu fasten. Ja, das. وَيَلْزَمَانِ بِنُّذُرْ. Und dieses, das wird also Pflicht, wenn man ein Gelübde macht. Wenn ich zum Beispiel sage, mir ist für Allah Pflicht so und so, an dem und dem Tag Etikaf zu machen. Aber das muss man nicht machen. Ja? Dass man sich das selber zur Pflicht macht. Weil der Nadar, Hukum von Nadar, vom Gelübde ist, dass es Makruh ist. Aber wenn man es gemacht hat, dann ist es Wajib. Dann muss man es erfüllen. Ja? Okay, dann weiter. وَلَا يَسُّحُ إِلَّا فِي مَسْجِدْ يُجْمَعُ فِي. Das heißt, es ist nur erlaubt in einer Moschee, in der Jama'a gebetet wird. Warum? Weil es Pflicht ist für den Muslim, Jama'a zu beten. Ja, für den muslimischen Muslim ist es Pflicht, Jama'a zu beten. Und wenn er immer rausgehen müsste von der Masjid, weil Masjid heißt in erster Linie ein Ort des Sujud, das kommt von Sajada Yasjudu, ein Ort des Sujud. Wenn er jetzt jedes Mal rausgehen müsste zum Gebet, dann würde er das Etikaf kaputt machen. Weil es ist nur erlaubt, das zu brechen, den Etikaf, für eine Notwendigkeit, für die man rausgehen muss. Also für eine Notwendigkeit, die man unbedingt erfüllen muss, ja, in diesem Fall. So, soll man das machen. Das ist natürlich Sunnah. Ja, in dem Fall, wo es Sunnah ist, ist sowieso, die Sunnah kann man auch unterbrechen, aber trotzdem. Illa al-mar'atu fa fi kulli masjidin. Also die Frau, die kann das in jeder Moschee machen, auch in einer Moschee, wo kein Jama'a gebetet wird. Aber hier ist sowieso eine Moschee, wo Jama'a gebetet wird, von daher, das ist immer so, das ist das Schöne bei diesen Madhab-Büchern, die nehmen immer jede einzelne Detail durch, was vielleicht uns auch gar nicht anspricht, ja. Weil für uns ist jetzt ganz klar, wenn wir hier in eine Moschee gehen und machen dort Etikaf, da ist sowieso Salat al-Jama'a. Ja, und die Frau, die zum Beispiel Etikaf in der Moschee macht, für sie ist auch Salat al-Jama'a. Und dann sagt er, Siwa Masjid Beitiha, aber nicht die Moschee von ihrem Haus. Ja? Dann, وَمَنْ نَذَرَهُ أَوْ أَسَّلَاتَ فِي الْمَسْجِدْ غَيْرِ ثَلَاثَ أَفْدَلُوا الْحَرَامِ. Und wer sagt, ich mache ein Nadar, ein Gelübde, oh Allah, ich mache für dich, ist es Pflicht für mich, ja, obliegt es mir für dich, Etikaf zu machen, in zum Beispiel Masjid al-Haram. Da kann er dies nur in Masjid al-Haram machen. Aber wenn er sagt, ich mache das in Masjid al-Nabawi, in der Moschee des Propheten, dann kann er auch in Masjid al-Haram machen. Weil in Masjid al-Haram das Gebet ist besser als in Masjid al-Nabawi. Es gilt 100.000 Gebete, gilt das Gebet in Masjid al-Haram und in Masjid al-Nabawi gilt ein Gebet 1.000 Gebete. Wenn er in Masjid al-Quds sagt, mir obliegt es, oder er sagt, ich mache es mir zur Pflicht sozusagen, Etikaf zu machen, in Masjid al-Quds, dann kann er auch in Masjid al-Nabawi und Masjid al-Haram machen, weil das Gebet dort noch besser ist. Was ist der Beweis dafür? Dann wird jemand sagen, wieso? Wenn er sagt, da ist es, dann muss, wenn er sagt, ich mache in Masjid al-Quds, dann muss er auch dort machen. Der Beweis dafür ist, dass ein Mann zum Prophet a.s. kam und sagt, er hat einen Gelübde gemacht, dass er in der Masjid al-Quds betet. Und dann meint der Prophet zu ihm, dann bete hier in Masjid al-Haram. Dann ist dein Gelübde erfüllt, weil hier ist noch besser zu beten. Ist wie 100.000 und Masjid al-Quds ist wie 500 Gebete. Kurz in Jerusalem. Ja. Dann weiter. Ja, okay, das haben wir schon erklärt. So. Jetzt gibt es unterschiedliche Meinungen. Wann fängt man mit dem Etikaf an? Manche sagen mit dem Fajr-Gebet. Ja, weil gesagt wird, dass der Prophet mit dem Fajr angefangen hat, mit dem Etikaf. Aber hier sagt Ibn Hajar Asqalani, dass er hat sich damals sein Zelt in die Moschee aufgebaut, dass er sich dann dort zurückgezogen hat. Aber dass man eigentlich anfängt, um den ganzen Tag zu haben, dass man kurz vor Maghrib in die Moschee reingeht. Und dann anfängt und den ganzen Tag durchzieht. Manche sagen, man muss nicht unbedingt ein ganzer Tag sein, sagen,
nicht, egal wie lange das ist, wie man sich vornimmt, die Etikaf zu machen. Aber natürlich ist es besser, wenn man versucht, den ganzen Tag zu machen. Wenn ihr das nicht könnt, dann macht wenigstens, dass er nachts kommt und betet hier das Nachtgebet. Beispielsweise. Weil wenn ihr, oder dass ihr von Aisha bis Fajr hier bleibt. Wenn ihr Aisha in der Moschee betet, ja, im Jama'a, ist das so, als wenn ihr die Hälfte der Nacht gebetet habt. Wenn ihr dann noch Fajr im Jama'a betet, ist das, als wenn ihr die ganze Nacht gebetet habt. Dann betet ihr noch das Nachtgebet, da habt ihr unheimlichen Lohn. Ja, das dazu. So. So, was bricht das Etikaf? Ja, also. Also man darf nur rausgehen für das, was unbedingt notwendig ist. Zum Beispiel, wenn man auf Toilette muss oder solche Sachen. Ja? Und dann hier ist wichtig, ja, man darf auch keinen Kranken besuchen und keine Janaza machen, also rausgehen für Janaza, außer wenn man das vorher als Bedingung gemacht hat. Wenn man sagt, ich gehe in dieses Etikaf rein mit der Bedingung, dass ich den oder den Kranken besuchen kann. Aber ist für uns, das sind jetzt alles Sachen, die vielleicht für uns gar nicht so wichtig sind. Aber ich will das auch zeigen, damit wir Respekt haben vor den Gelehrten, an welche Sachen die alle gedacht haben. Was die alles bedacht haben. Und dann, was das bricht ist, weil das Allah sagt das im Koran. وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَقِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ in Sur Baqara, Vers 187. Ja? Das heißt, dass man die Frauen nicht Mubashara machen darf. Also zum Beispiel. Also da wird alles eingenommen, also ab Berührung mit Lust. Berührung ohne Lust ist erlaubt, weil der Prophet, sein Haus grenzt ja sofort zur Moschee, sich zurückgelehnt und Aisha hat seine Haare gekämmt. Ja? Das dazu. Aber die Berührung mit Lust ist verboten und natürlich, wenn man jetzt mit einer Frau schlafen würde, manchmal macht ja sowieso keiner in der Moschee oder er geht raus, schläft mit seiner Frau, ich meine, dann ist dieses Etikaf kaputt. Ja? Aber wie gesagt, ist für uns wahrscheinlich sowieso uninteressant, was heißt uninteressant, ist vielleicht das falsche Wort, aber ist vielleicht für uns jetzt nicht so wichtig, weil für uns ist wichtig, wir kommen hier rein in die Moschee, dass wir hier bleiben und bleiben die ganze Nacht hier und beten diese Gebete. Und was wichtig ist, es ist besser, es ist vorgeschrieben, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nur mit Ibadah zu tun haben. Nicht, dass man die ganze Nacht sitzt und ist nur am Quatschen und so weiter, weil es kommt schnell. Man redet ja über religiöse Themen. Hier ist es speziell Dhikr, Qiraatul Quran und das Gebet und Dua. Diese vier Dinge soll man immer Ramadan nutzen. Okay, das war ein kleiner Tipp von mir am Rande. Wenn ihr nur einen Tag machen könnt, zum Beispiel nächste Woche Freitag auf Samstag oder Samstag auf Sonntag eventuell, Alhamdulillah, besser ein Tag als kein Tag. Ja. Aber noch besser ist natürlich, wenn man es wirklich schafft, gerade diese Nächte zu machen, damit man auf jeden Fall Laylatul Qadr erwischt.